Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, brechen der 43-jährige Hauptschullehrer Erwin Willer sowie Maria Meierhofer und der 12-jährige Lukas Schädel zu einem Abenteuer der besonderen Art auf. Ich glaube schon jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie da, weiß Gott, wie meine Leistung hervorheben möchte. Wer Einrad gefahren ist, weiß das. Das ist verdammt schwer, obwohl es leicht ausschaut. Und wir sind selber überrascht oder gespannt, besser gesagt, ob wir das heute ohne abzusteigen schaffen oder auch nicht. Aber Hauptsache ist, wir machen ein bisschen Aktivität. Vom burgenländischen Rohrbach aus wird um 8 Uhr mit dem Einrad gestartet. Ziel ist das 24 Kilometer entfernte Lichtenwörth in Niederösterreich. Das Trio nennt es den Einradmarathon. Die Strecke ist beschwerlich, führt über, im wahrsten Sinne des Wortes, Stock und Stein, durch Wald und Flur. Willer ist der Chef, er will Geschichte schreiben. Ich denke, fürs Burgenland bezogen ist es so. Ich glaube, noch nie zuvor ist ein Burgenländer mit seinen drei Freunden auf dem Einrad nach Lichtenwörth gefahren. Ich denke, wir könnten heute, egal wie es ausgeht, Geschichte schreiben. Ende gut, alles gut. Angekommen in Lichtenwörth wird vom Trio ein triumphaler Empfang bereitet. Geschafft, auch kräftemäßig. Ja, wir sind sehr glücklich, ein bisschen müde, aber geschafft ist geschafft und fürs nächste Mal nehmen wir uns 50 Kilometer vor oder was weiß ich auch. Du warst denn so unterwegs? War es lustig oder war es schon anstrengend? Nein, anstrengend nicht. Also man kann nicht ratschen und so. Also. Weil ich momentan kann ich noch nicht so gut reden, ich brauche noch ein bisschen Luft. Maria, eine Mitstreiterin des Eriks, eine lange Tour, ein Radmarathon auf einem Rad nur, unvorstellbar. Ja, wir sind treue Begleiter von unserem Präsidenten. Das war ganz klar, dass wir da dabei sind. Ein Marathon auf einem Rad. Sollten Sie auch einmal probieren, wo doch manche schon auf zwei Rädern Probleme haben.